Heute nehme ich euch mit auf eine Reise, die mir sehr am Herzen liegt. Als ich zum ersten Mal davon hörte, wusste ich, dass ich dabei sein möchte. Buddy Love, so heißt die Kampagne von Silvana Denker. Sie ist Fotografin, Plus-Size-Model und Künstlerin, die diese Kampagne unterstützt durch Happy Size hier auf der Fashion Week umsetzt. Kritisiere deinen Körper nicht, liebe ihn. Wir sehen nicht alle gleich aus und das ist gut so. Wir sind schön, wir sind vielfältig. Wir sind schön, weil wir vielfältig sind. Jeder Mensch ist toll, egal ob er oder sie dünn ist oder mehr auf den Rippen hat. Silvana Denker. Dies ist ein Statement, was ich genauso unterschreiben kann. Und das ist es auch, was ich mit meinen Modevideos euch immer wieder mitgeben möchte. Liebt euch selbst und kritisiert euch nicht. Nur wer sich selbst lieben kann, lebt glücklich. Jetzt habe ich sie hier, die Initiatorin dieser Kampagne, Silvana Denker. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, ein kleines Interview mit ihr zu führen. Und sie hat sich bereit erklärt, mir ein paar Fragen zu beantworten. Also los! Wie bist du auf diese Idee eigentlich gekommen? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Also ich setze mich ja schon länger ein für ein realistisches Frauen- und Männerbild. Ich arbeite ja selber als Plus-Size-Model und auch als Fotografin in dem Bereich. Und, ich habe eine Fotoserie gemacht mit drei Plus-Size-Models, die wirklich ganz nackt waren. Die hatten dann nur die Brust und den Intimbereich verdeckt. Und das ist so gut angekommen, dass ich mir überlegt habe, Mensch, da könnte man ja vielleicht mehr draus machen. Und mit ein bisschen Überlegen ist dann diese Idee gekommen, Mensch, wir gehen einfach auf die Straße mit ein paar Mädels und rocken einfach mal die Innenstadt von Siegen. Das ist da, wo ich herkomme. Ja. Und das ist halt so gut angekommen, dass daraus dann so eine riesen Sache geworden ist. Wahnsinn, ne? Also das Ganze wird jetzt gesponsert von Happy Size. Das ganze Jahr über, wie ich gehört habe, ne? Und gleich geht's los. Also ich werde es euch auf jeden Fall zeigen. Ich nehme natürlich die Kamera mit und ich bin selbst schon ganz aufgeregt. Ja, habe auch hier alle Damen schon kennengelernt, die mitmachen. Sehr mutig finde ich das. Und ganz toll. Tolle Frauen dabei. Ja. Und es war einfach eine großartige Idee und ich bin sehr froh, dass ich dich kennenlernen durfte. Vielen Dank. Froh, dass du da bist. Dankeschön. Vorbei. Es war super, super schön, hat ganz viele Menschen angezogen, natürlich, die alle gefilmt haben, ihre Handys rausgeholt haben und ihre Kameras. Und es war einfach schön und interessant und zum Abschluss gibt es jetzt nochmal ein großes Body Love. Und da bin ich wieder zu Hause. Ich muss euch sagen, es war ein wirklich wunderschönes Erlebnis. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich bei der Kampagne von Silvana Denker dabei sein durfte. Eingeladen von Happy Size, wie ihr ja bereits gehört habt, fand ich das eine wirklich klasse Aktion. Und sie hat sie ja schon in sämtlichen Ländern vollführt, sozusagen in Italien. Die war in Mailand, ich glaube in Rom sogar, in Barcelona und jetzt eben auf der Fashion Week in Berlin. Ich fand es sehr, sehr passend zum Thema Fashion Week, weil wir kennen ja alle das sogenannte Schönheitsideal. Das wird uns immer wieder gezeigt. In der Presse, in den Medien. Ich finde es eben sehr wichtig, dass wir alle unterschiedlich sind, alle unterschiedlich aussehen und dass wir uns trotzdem lieben sollten und nicht immer danach streben sollten, so auszusehen wie ein anderer vielleicht. Wir haben alle unsere Geschichten mit unseren Körpern auch, jede Narbe erzählt eine Geschichte und wir sind so, wie wir sind und deshalb finde ich das eine ganz, ganz tolle Aktion. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass ich dabei sein durfte und ich durfte mir im Nachgang etwas aussuchen auf der Seite von Happy Size. Ich muss sagen, ich kenne die Seite schon sehr lange, war aber schon ganz, ganz lange auch nicht mehr drauf. Ich habe mich dort ein bisschen umgeschaut, weil ich mir, wie gesagt, einen Teil aussuchen durfte. Das hier ist es geworden und ich habe es auch schon hier. Ich habe es für euch angezogen. Ich zeige es euch jetzt. Ich finde es persönlich wunderschön. Ich fühle mich sehr wohl darin und ich hoffe, es gefällt euch auch, denn ich habe dieses Kleidungsstück zweimal bekommen. Ich darf jetzt eins an euch verlosen. Die Details zur Größe und so weiter schreibe ich euch unten in die Infobox. Könnt ihr gerne nachschauen. Wenn ihr teilnehmen möchtet, schreibt mir das auch bitte
in die Kommentare. Schreibt mir also wirklich, ich möchte gerne teilnehmen, ich möchte dieses Teil gewinnen. Und nur die Teilnehmer landen dann auch in meinem Lostopf. Ich werde sie dann nächste Woche bekannt geben. Genaues Datum steht ebenfalls unten in der Infobox. Und ich wünsche euch allen viel Glück, wenn ihr mitmachen möchtet. Teilt dieses Video gerne auf Facebook mit euren Freunden, wie auch immer. Es würde mich sehr, sehr freuen, diese Kampagne, diese Aktion, diese Message einfach weiterzugeben. Ich finde, es sollte viel, viel mehr in die Welt hinaus posaunt werden, dieses Thema. Und so viele Menschen wie möglich sollen davon erfahren. Und vielleicht Mut spenden, Motivation spenden. Das ist mir total wichtig. Deswegen bedanke ich mich bei euch jetzt fürs Zuschauen. Wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!